Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz toll, dass ihr mit dabei seid. Heute packen wir ein Päckchen aus, das mich erreicht hat. Ich habe nämlich etwas gewonnen. Diese Box hier, gefüllt mit Beauty-Schätzen, bei der lieben Raffi vom Kanal Raffi K oder Raffi Kos. Ich verlinke ihren Kanal unten in der Infobox, wenn ich dran denke, aber ich denke schon. Und hier wollen wir mal reinschauen. Ich habe nämlich an einem ihrer Gewinnspiele teilgenommen und das zweite Mal jetzt, falls ihr euch erinnert, gewonnen. Ich glaube, das ist das Monatsgewinnspiel und weil sie ein bisschen länger gebraucht hat, um das zu mir zu schicken, hat sie mir noch ein paar Goodies reingepackt. Und ich sehe schon was, wo ich mich sehr drüber freue. Und zwar den cremigen Duschschaum Slashy Melon von Bilou. Den finde ich richtig klasse. Ich hatte mir einen Duschschaum gewünscht. Man darf sich nämlich, wenn man bei dem Monatsgewinnspiel mitmacht, immer ein Produkt wünschen. Und ich hatte mir einen Duschschaum gewünscht und sie hat mir den mit reingepackt. Und den finde ich richtig klasse. Da freue ich mich sehr drüber. Dann ist hier drin was zu essen. Giant Caprizo. Das scheint so eine Art Schaumstoffeis zu sein. So auch so fluffy Marshmallow-Schaum, so eine Art Eis. Ja, den müsste ich jetzt auch essen. Der läuft jetzt ab im Dezember 2021. Den werde ich mir nachher mal schmecken lassen. Dann eine Maske, Avocado Fruity Face Sheet Mask von The Beauty Depth. Dann noch was zu essen aus Japan, glaube ich, oder aus China. Maito. Das scheint auch irgendwas mit so einem Marshmallow-Fluff zu sein. Bin ich mal gespannt drauf. Das kann ich aber auch noch ein bisschen aufheben. Das ist noch ein bisschen haltbar. Dann ein Three Beers Porridge. Ohne Zuckerzusatz, fruchtige Kokosnuss. Das bereitet man. Wie bereitet man das zu? Ist vegan? Ja. Mal schauen. Ups. Dann haben wir hier noch Tagliatelle Fix mit Lachs. Von Knorr. Das könnten Herr Muffin und ich uns mal machen. Er mag nämlich auch gerne Fisch. Das sieht sehr lecker aus. Freue ich mich drauf. Dann haben wir hier von Bio Cosma Swiss Natural Shower Gel. Reinigt sanft. Mit Bio Nachtkerze. Das ist auch noch zu. Sehr gut. Das werde ich dann mal ausprobieren. Und wenn ich wieder was riechen kann, werde ich auch mal dran riechen. Aber das ist momentan noch nicht. Dann haben wir hier Hanf Skin Mood Oil mit Cannabis Sativa Oil. Da muss ich mal dran riechen, wenn ich wieder riechen kann. Und dann gucke ich mal, ob ich das behalte oder ob ich das weitergebe, weil Hanf an sich, den Geruch von Hanf mag ich überhaupt nicht. Dann haben wir hier von Sandstone einen Summer Bronzer. Der darf auch weiter wandern, weil ich benutze ja keinen Bronzer. Oh, von Elemis. Wow. Pro Kollagen Marine Cream. Anti-Aging. Anti-Wrinkle Day Cream. Cool. Ich kann mal was von Elemis ausprobieren. Ich habe noch nie was von Elemis gehabt. Ich habe ja diese ganzen Beauty-Boxen nicht. Ich habe ja nur die My Little Box. Und da freue ich mich das sehr drüber, die auszuprobieren. Bilou Kaugummis. Slushy Sour Apple. Ja, geil. Die hebe ich mir auf. Für dann, wenn ich wieder was schmecke. Saurer Apfel macht lustig. Mit knackigem grünen Apfel extra sauer. Sehr geil. Freue ich mich drauf. Dann haben wir hier von Philip Kingsley Pure Color Frizz Fighting Gloss. Was ist das? Wahrscheinlich so ein Leave-In-Treatment.
auch sehr schön. Und die letzte Sache von This Works Perfect Legs Skin Miracle, a tinted Multivitamin Serum to perfect and help cover skin imperfections. Okay. Interessant. Schaue ich mal, ob ich das behalte. Aber ich freue mich sehr über meinen Gewinn. Danke, lieber Raffi. Dann sind hier noch so ein paar. Hier ist noch eine Karte. Ist hier sonst noch was drin? Nein. Nur ein Flyer von der Südkorea Edition war das. Von der Vernasche die Welt Box. Alles klar. Alles klar, Papa. Haha. Supi. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ihr mich ungeschminkt und noch leicht verschnupft habt. Aber wenn ihr das Video seht, geht es mir bestimmt schon wieder besser. Beziehungsweise ist alles wieder gut. Und ja, weil mein Laptop hat leider ein Update gemacht und jetzt funktioniert er nicht mehr richtig. Und mein Computerspezialist kann den noch nicht reparieren, beziehungsweise ich kann ihm den nicht bringen, weil ich zu Hause bleiben muss. Und deswegen weiß ich nicht, wann ihr das Video seht, aber wenn ihr es gesehen habt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss!